Drei Niederlagen in Folge. Hertha BSC empfängt die VSG Altglienicke. Für beide Teams ein Heimspiel. Und ein Wiedersehen zweier Hertha-Urgesteine. Carsten Heine war 23 Jahre im Verein, trainierte in 80 Spielen die Profis und 382 Mal die Hertha Amateure. Für Ante Čović ist es heute das 232. Spiel als Coach der Hertha-Bubis. Die dritte Minute, das letzte Heimspiel verlor Hertha mit 0:5 gegen Energie Cottbus. Das ist Philipp Fontein. Und dann steht Breitkreuz goldrichtig. Blitzstart VSG. Die Führung nach nur 180 Sekunden. Und Herthas Negativlauf setzt sich fort. 9 Gegentore in den letzten beiden Spielen. Breitkreuz mit seinem 5. Saisontor. Den so frei köpfen zu lassen, grob fahrlässig von der Hertha-Defensive. Gut eine Viertelstunde gespielt. Hertha besonders heimstark in dieser Saison. Trotz der Niederlage gegen Cottbus holte man 9 der 11 Punkte auf dem Olympiagelände. Čović legt hier auf für Hüter. Und Bethge im Nachfassen. Hüter wechselte im Sommer von der VSG zur Hertha. Hier fast mit dem Treffer gegen seinen Ex-Verein. Die Charlottenburger jetzt zunehmend bemüht um Offensivaktion. Aktuell stellt man die drittschwächste Defensive der Liga. Und das sieht man hier. Grober Schnitzer von Ulrich und Mensah. Völlig frei mit dem Auge für Tolcay Sigerci. 2:0 VSG. Sean Mensah auf und davon. Der Neuzugang von Blau-Weiß 90 Berlin. 5 Torbeteiligungen hat er schon. Und es ist auch das 5. Saisontor für Sigerci, den Königstransfer der VSG mit Zweitligaerfahrung. Hier bleibt er ganz cool vor Leon Tschuk. Und die Jungs von Carsten Heine haben immer noch nicht genug. Hertha kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe, spielt ideenlos. Und Altglienicke lässt den Ball richtig gut laufen. Nach guten Leistungen will man nach 4 Spielen endlich mal wieder gewinnen und profitiert hier von diesem Fehler von Leon Tschuk, Tolcay Sigerci. Tschuk verpasst den Ball, will ihn fangen und dann kann Sigerci gar nicht mehr weg. Der Ball prallt von ihm ab ins Tor, 3:0 für die VSG. Gegentor Nummer 25 für die Hertha. Nur Meusewitz und TB haben mehr. Und so geht es dank der Tore von Breitkreuz und Sigerci aus Sicht von Altglienicke mit 3:0 in die Pause. Hertha braucht ein Wunder, wenn man hier noch was mitnehmen will. 4 Minuten gespielt in Durchgang 2. Und dann dieses ungeschickte Einsteigen von Breitkreuz gegen Maurice Čović. Breitkreuz entschuldigt sich sofort, aber mit offener Sohle so einzusteigen, die rote Karte vertretbar. Hertha jetzt die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl. Da muss doch jetzt was gehen für den deutschen Meister von 1930 und 31. Doch lange Zeit geht gar nichts im Spiel. Dann wieder die VSG. Standards von Sigerci, eine Waffe im Spiel von Altglienicke. Belegu völlig allein gelassen am langen Pfosten mit dem 4:0. Und spätestens jetzt ist dieses Spiel entschieden. Zeiger verlängert gekonnt und Belegu 5 Meter um ihn herum. Kein härter Verteidiger in Sicht. Offenbarungseid in Minute 68. 10 Minuten vor Schluss. Wieder Angriff VSG, die wohlgemerkt in Unterzahl spielen. Der eingewechselte Usan legt auf für Fontein. Wird nicht angegriffen, zieht ab. 0:5 aus Sicht der Hertha, genau wie im letzten Heimspiel gegen Cottbus. 0:10 Tore in 2 Heimspielen. Und die VSG meldet sich furios zurück im Aufstiegsrennen. Und dass wir Fußball spielen nach vorne können, das ist ja allgemein bekannt. Und das ist uns heute also auch weitestgehend gelungen. Und dann vor allem noch 2 Tore in Unterzahl. Man muss sagen, nicht nur die Qualität, sondern wahrscheinlich auch die Mentalität hat heute gesiegt, oder? Das ist genau das, was wir auch brauchen. Wir müssen auf der einen Seite klar
unseren Fußball weiter verfolgen, der offensiv ausgerichtet ist. Aber natürlich spielt auch der Willen, die Gier, unbedingt das Tor machen zu wollen, den Zweikampf zu gewinnen. Das müssen wir noch durchgängiger hinbekommen und dann werden wir auch noch mehr Punkte holen. Heute haben wir einfach, wie gesagt, mal richtig gezeigt, was wir drauf haben. Und daran gilt es jetzt einfach anzuknüpfen und das eben Woche für Woche zu zeigen. Und dann werden die Ergebnisse, denke ich, kommen. Der Kopf der Mannschaft, Carsten Heine. Punkteschnitt bei der VSG von knapp 2,1 bei über 102 Spielen. Hertha hingegen mit 4 Niederlagen in Folge. Die VSG nach dem Umbruch im Sommer mit 15-9 richtig gut drauf. Und erst mit 2 Saisonniederlagen. Gewappnet für das nächste Spiel gegen Viktoria.